Willkommen zum Weihnachtsspecial. Wir haben viele Anfragen von Zuschauern, die gerne wissen wollen, was sie zu Weihnachten kochen können, dass sie nicht den ganzen Tag in der Küche stehen müssen. Man denkt, wir machen ein klassisches Filet Wellington. Es gibt nicht zu viel Arbeit, präsentiert schön und ist perfekt für 6 bis 8 Personen. Kommt mit, wir gehen einkaufen. Wir sind beim Wein. Ich suche einen fruchtigen Rotwein für die Soße. Es sollte ein Schweizer sein. Ich tendiere Richtung Tessin. Ich denke, ein Merlot wäre super. Schweizer Butter aus Fribourg. Den nehme ich. Die Zutaten habe ich jetzt alle eingekauft. Wir haben Blätterteig, Kräuterhani, Eierhani. Die wichtigste Zutat, die noch fehlt, ist Fleisch. Ich kann das dafür holen. Monsieur, bonjour. Moi, j'ai besoin du filet de bœuf. Très volontiers. Pour le Wellington. Très volontiers. Un kilo 200 pour 6 personnes. Pour 6 personnes, 1,2 kg. Qu'est-ce que vous avez? Ça. Ah, c'est joli. Super. Voilà une belle pièce de filet de bœuf suisse prime. Parfait. On vient de finir à parer ce morceau à la minute. Vous voulez beaucoup, filet? Le filet de bœuf suisse prime, ça c'est un article qui marche très très bien. Fleisch haben wir. Jetzt gehen wir kochen. Kommen wir mit in die Küche. Alle Seite gut salzen. Wir müssen anbraten. Mit hier tun wir nicht durchgaren. Es wird anbraten. Das gibt die feinen Aromen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Schritt von dem Rezept. Ofen, Alo, Ober- und Unterhitze auf 200 Grad. Das Filet stellen wir auf die Seite. Sind wir den Rest vorbereiten. Dann nehmen wir hier einen wunderbaren Parmaschinken, den wir gekauft haben. Und wichtig ist, dass man den überlappend ausbreitet. Ja, die sind super. Als nächstes kommen Trüffel drauf. Wir haben hier ein Trüffel Carpaccio. Schließlich ist Weihnachten. Ihr könnt natürlich auch frische Trüffel nehmen. Das ist euch überlassen. Ihr könnt auch Champignon nehmen. Wenn die Schwiegermutter kommt essen, kannst Champignon nehmen. Bei Freundin Trüffel. Das Filet tun wir mit Senf einreiben. Es gibt eine schöne Schärfe. Was wir auch machen, wir tun den Trüffel und den Prosciutto gut mit Pfeffer würzen. Das Filet kommt jetzt mit rein, zum Einpacken. Nimmst die Folie, schloss drüber. Nehmen wir das Fleisch schön in die Mitte. Nehmen das Filet. Packen so drauf. Es kommt jetzt bei 200 Grad, die Ofen ist eingestellt, für 25 bis 35 Minuten in den Ofen. Wir machen jetzt die Rotweinsauce. Für das mit dem Zucker. Du siehst jetzt hier, der Zucker fängt langsam an zu schmelzen. Wir wollen, dass der ganze Zucker schmilzt und dass er leicht Farbe nimmt. Wir tun jetzt hier Rotwein rein. Wir tun ein bisschen Portwein rein. Hat auch eine schöne Süße. Je Dezi plus minus, das müsst ihr nicht so genau abmessen. In der Dezi seid ihr auf der guten Seite. Das tun wir jetzt auf 2/3 einkochen, dass noch 1/3 in der Pfanne ist. Der ist fertig. Ich stelle den Ofen ab. Mache die Türen auf. Wir lassen den noch 5 bis 10 Minuten ruhen. Und in dieser Zeit mache ich die Soße. Pfanne schwenken, ihr könnt auch einen Schwingbesen, wenn ihr wollt. Pfanne schwenken und je mehr Butter das ihr drin tut, desto dicker wird die Soße. Löst euch jetzt schön auf die Butter und bindet gleichzeitig den Wein. Holen wir das Fleisch raus, sieht wunderbar aus. Super schön. Schneidet das an. Schaut, wie es aussieht innen. Wunderbar. Sehr gut. Das Rezept für die heutige Sendung findest du auf der Webseite vom Biedertagblatt und Journal du Jura, auf der Webseite vom Télé Bilingue und sie liegen im Manor auf. Wenn auch du ein Problem mit der Küche hast,
melde dich an, ich komme vorbei, wir lösen das Problem gemeinsam. Wir sehen uns im Januar wieder, beim Alexandre daheim koche ich ein vegetarisches Gericht. Ich wünsche euch alles Gute, Freufesttag, geniesst es, und wenn es langweilig ist, koche etwas. Einen guten. Tschüss zusammen.